X von Volcom und Nitro. Ein reines Freestyle-Board im Twin-Shape mit Kemba und einer mittleren Flexhärte und dazu gibt es eine weiche Torsionsfähigkeit. Das ist gemacht für die besten Snowboarder der Welt, die wirklich das Board extrem belasten. Dementsprechend ist es halt an vielen Stellen extrem verstärkt. Das brauchen wir natürlich nicht. Wir müssen jetzt einfach nur mal schauen, oder wir haben geschaut, wie sich das für den normalen Fahrer verhält, der das Board auf der Piste fährt und einfach ein paar Flat Tricks und dergleichen probieren möchte. Wir haben hier bei allen Geschwindigkeiten eine sehr leichte Schwungauslösung und im Drehverhalten geht es ebenfalls eng zu, allerdings im gedrifteten Zustand und in den mittleren Radien baut das Brett halt einen sehr schönen Zug auf der Kante auf. Bei Vollgas in langgezogenen Turns, da ist dann bei 80 Kilo Schluss, da bricht es dann einfach irgendwann mal aus, weil die Kante einfach nicht lange genug hält und der Kemba auch nicht so prägnant ausgearbeitet ist. Nichtsdestotrotz kann man aufgrund der exzellenten Dämpfung und auch Laufruhe des Brettes in Kombination mit dem leicht vorgespannten Kemba-Board und der radialen Talierung stets einen guten Kantengriff erzeugen. Der Kraftaufwand, den man benötigt, um das Beast Volcom auszusteuern, ist stets im geringen Bereich. Klar können wir dieses Konzept hier nicht zu 100% ausfahren, einfach aufgrund von fehlendem Park und fehlenden Bedingungen. Man merkt aber sofort, dass es hier ein sehr fehlerverzeihendes Board ist, wenn man mal irgendwie leicht schräg aufkommt. Dann hat das Board keinerlei Tendenz zu verkanten oder dergleichen, sodass sich hier jeder Mann oder jeder Frau an seine eigenen Höchstleistungen herantasten kann. Für uns einfach nur ein feines Spielbrett.